to say. Don't blame me, I don't blame you. Stay in touch, keep it up, sing it out loud. Been afraid of the dark lights inside that the people, society sends out. Here's a word for the one who never speaks the truth. I've got a wild side, got a child's mind, insecurities and a wall built up a couple miles high. She knows this. Ich hab mich verpisst nicht, Alter. Niemals in meinem ganzen Leben, Alter, niemals. Was geht ab? Wunderschönen guten Abend, Alter. Niemals. Ich abends allein am Fenster denke über das Leben nach. Mittlerweile suche ich gar keine Lieder mehr raus, weil ich gar nichts finde. Hukulu. Was geht dir, Kleinkatzen? Da kommen mir die Tränen, ist so, Alter. Kann sich doch keinen Schwanz reinziehen, die Mucke. Hallo, funktioniert hier alles? Hallo? Tag. Hallo, Motherfucker. Ne, 2X, gibt's noch nichts Neues. Bucky, Dankeschön für 100 Bits. Senseless Pain, Dankeschön für den Prime von 19 Stunden. Dandy, danke für den Prime im dritten. Und Schakalkönig, danke für den Prime ebenfalls im dritten. Schönen guten Abend. Boah, Junge, diese Mucke, ne? Ich werd hier noch wahnsinnig, Alter. Heute alle nicht so müde, doch eh alle müde.
Na, Band. Wie geht's? Ich krieg es gut. Ich hoffe, euch auch. Aber Müdigkeit kriegt rein, wie immer. Aber ist ja nichts Neues hier. Wie geht's euch denn? Boah, Junge. Ich muss skippen, ne? Ich werd wahnsinnig sonst. Wo ist denn hier die Dings? Da. So. Egal, was gestern noch passiert, ich bin irgendwann eingepennt. Nix. Dude. Gut, gerade aufgestanden. Oha. Um 19 Uhr? Warum? Minecraft Intermusik im Hintergrund? Ja. Hallo, Gerd. Na klar, ist alles fit. Hallo Zalito, grüße Enix. Ich bin schon seit 24 wach wegen Arbeit. Ja. Heute war Brettchen Freitag, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann wahrscheinlich nicht mal mit zu der Hochzeit wegen der Mucke da. Boah, das kotzt mich alles an. Ich habe auch vorhin bei Stay auf Twitter gelesen. Der hat da irgendwas geretweetet von wegen irgendein Streamer wegen ehemaligen VODs oder Clips einen DMCA-Strike reingehauen bekommen hat, obwohl er alles gelöscht hat und bla bla bla, Junge. Das mit der Mucke ist halt echt ekelhaft. Also im RP. Bubbles, Dankeschön für die Wiese bei 5. Hehe, küss mich, Daddy. Erzählt gerade darüber gerade, ja. Ist auch richtig schwierig, Mann. Ist echt schwierig. Nimmt auf jeden Fall ein paar Sachen weg. Ist gerechtfertigt, so sieht es nicht aus. Aber ist schwierig. Kannst du dir einfach beim TS muten, der kannst du nicht. Der wird automatisch durch das Plugin wieder entmutet. Leider. Hallo Alpino, hallo Super Lucky. Hallo Chris. Bucky, hallo Julian. Kann man doch nicht einfach Prezel oder sowas abspielen, weil dann, ja klar könntest du das als DJ, aber das wird da keiner machen, weil die geben halt einen Fick. Die sind halt keine Streamer und warum sollten die darauf achten? Für ein, zwei Personen da eine Playlist abzuspielen, wo die Musik halt. Ich meine, es gibt gute Tracks bei Prezel, aber. Ne? Yuka, danke schön für den Wiesel im 3. Grüße, Curtis. Kannst du mir bitte OC den RP-Grund nennen für die Snitcher bei euch? Dexis meinte, du weißt aber Bescheid, da ist ja nichts Neues für dich. Aber irgendwie habe ich den Grund dafür nicht mitbekommen, verstanden. Ist es echt nur, um die Unmarke Jugulas wieder zu bekommen? Die machen das einfach, weil die das machen. So, ich stehe den Leuten bei uns nicht im Weg, wenn die ihre RP-Wege so gehen wollen. Keine Ahnung genau, was für Gründe das hat. Ob da irgendwie ein tiefsinnigerer, irgendwie so ein Sinn dahinter ist, aber ich denke schon. Die haben ja durch die Snitcherei die ganzen Autos wiederbekommen. Und ansonsten stellen die sich so halt irgendwie gut. Im eigenen Interesse. Hallo, Tikon. Okay, dachte, du kennst den Diebengrund. Ja. Die machen was die für richtig halten, ne? Kannst du das nicht noch anders spielen? Was? Moment, kannst du das nicht noch, Alter, andersweitig speichern und falls, wenn es gelöscht wird, lässt du es auf YouTube hoch? Nein, das Ding ist, wenn ich meine VODs lösche und die Clips, werden die trotzdem auf Twitch weiterhin gespeichert. Auch wenn ich die lösche, die sind weiterhin aufrufbar. Im Interesse unserer Gruppe, ja dann so. Der Rapper King von wurde erschossen? Welcher Rapper King? Mir ist das relativ egal, ob die da rumsnitchen im RP. Ich meine, das schafft auch wieder RP-Stränge. Ich habe das ja auch immer gemacht. Auf Homestate und so. Maka, du bist uncool.
Wollt ihr wieder fett in der Pimmel? Ja, na klar. Hallo Skobler. Und hallo Alex. Moment, die Katze will raus. Warum kein WoW? Du kennst nicht den King von Fragezeichen, Schande? Bruder, was? Was für ein King von Fragezeichen? Was? King von den drei Fragezeichen? Nein, kenne ich nicht. Das ist in meiner Kindheit, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Ich glaube, Kürbsen. Hab Psycho, Dankeschön für den Prime Zetin und Hukulu. Guten Abend. Das war ein Joker, ist das so? Also ich bin WoW schon fleißig am Leveln. Ab geht's, Junge. Wieso bekomme ich französische Werbung hier auf dem Kanal? Wegen dem VPN wahrscheinlich. Der heißt Kingphone, kenne ich nicht. Sagt mir Ginix. Übrigens, für die, die nur in ganz niedriger Auflösung den Stream gucken können, das liegt dann auch im Adblocker. Werbung? Es gibt hier Werbung? Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, warum französische Werbung kommt. Ich check sowieso nicht momentan, was bei Twitch abgeht. Ich blick da gar nicht mehr durch. U-Block ist besser, funktioniert aber alles nicht mehr so. Warum eigentlich nicht mit 1080p, weil das nichts bringt. Ist genau die gleiche Qualität wie 900p. Hallo Skizio. Hallo Maximoto. Liquid Stream. Portemonnaie Garage Donation. Ja, Mann. Der Money Train geht zur Zeit bei Twitch im Manku. Cage-Speicher lernen und aktualisieren, Browser in der Stadt, dann geht wieder alles. Dein Wort in Gottes Ohr, mein Freund. Zieh dich gerne bei Mythisch mit durch. Curtis, wo meinst du bei Mythisch? In einem Raid? Hab einen 9 OP, was kann ich tun? Nix, Oma, das bleibt so. Lohnt sich doch gar nicht mehr, wenn du Raid meinst. Und guten Abend, Oma. Rollaki. Turbo rein, Werbungs, Kekusch, PP. Ja, Sam, aber viele wollen halt einfach nicht dafür Geld ausgeben, keine Werbung mehr zu haben, ne? Vor allem nicht, wenn ich schon ihren Prime benutze, um da irgendwo reinzuhaben, so. Das ist halt die Meinung der Leute. Ich mag Werbung auch nicht, bin ich ehrlich. Vor allem keine Random-Werbung. Wenn man sich da wenigstens irgendwie aussuchen könnte, dass das zum Kanal passt, so. Aber Twitch wird schon wissen, was die machen. Hi, Happen, danke für den Restart im dritten. Entschuldigung, für was? Entschuldigung. Trotzdem danke. Aber was du meinen? Und Onsta, danke für den Prime Sub im 23. Mahlzeit, Otto von Kessel. Und Shinuma. Was geht, Weezy? Vielleicht kannst du ja Effektwerbung beantragen. Muss Clash of Clans weiter grinden. Vor allem keine französische, wo ich immer noch nicht weiß, um was es ging. Aber du siehst ja Bilder bei der Werbung. Wenn man nach 480p Twitch googelt, der erste Reddit-Link ist der perfekte Anleitung, dort eine Minute das zu beheben. Ja, das hat irgendwas mit irgendeinem Adblocker oder so zu tun, weshalb man nicht höher stellen kann oder so. Das habe ich vorhin gelesen. Wir warten mal, in 2 Monaten gibt es einen neuen Blocker und Twitch braucht wieder Jahre, um was dagegen zu machen. Ich kenne mich da nicht aus, Mann. Ich habe gehört, hier gibt es gleich Premium-Content. Ja, Bilder, wie jemand so Bonsai-Bomben schneidet. Au. Seitenbacher Hanföl. Ruhe. Afoli, danke schön für den Prime 40. Und Juri fühlt sich jammernd im Haken bei Twitch rumzurennen. Schönes Gefühl. Hallo Ninja. Ist heute Geiselfreitag? Ne, Geiselnamen werden nicht mehr gemacht, soweit ich das weiß. Ist immer noch ungewohnt. Sind schon Leute in deine DMs reingeslidet? Um mit dir zu küssen? Hallo Blitzlike. Raptix, danke für den Restart am 12. Geiselnamen nur sonntags. Eigentlich samstags. Heute ist vielleicht Brettchen Friday, Mann. Sag mal, Curtis, hast du eigentlich Cobra Kai gesehen? Netflix drin? Sehr zu empfehlen, wenn du die alten gerade filmen möchtest. Hab ich, ich hab das Logo gesehen, aber ich hab mir das nicht angeguckt.
Bruder, ich habe keine Zeit, Alter. Ich schwöre bei Gott, ich habe keine Zeit. Ich kann nichts machen. Momentan rudert das auch schon wieder aus, wenn ich frei habe, dass ich viel mache. Eigentlich sollte ich da chillen. Aber passt schon. Es ist nicht zu Geiselwochenende geworden. Aber wir machen ja keine Geiseln mehr. Wir versuchen ja jetzt über anderen Wege an die Sachen zu kommen. Außer Kieselsteine. Wie man gestern Abend gesehen hat. Die haben ja schon wieder eine Geiselnahme gemacht. Die haben mit dem Fischer entführt. Dodge für einen Monat. Nö, nö. Ist das immer noch so auf Unity, was denn, Körbsen? Heute gibt's doch Brettchen zur Hochzeit. Ja, nicht unbedingt. Weil Johnny hat ja gestern gar keine... Wir waren ja gestern bei Deno, der hat da nicht mal eine Frist gesetzt. Der hat denen nur gesagt im RP, jo, ihr seid von der Route runter und bla bla bla. Eigentlich müssten wir jetzt warten, bis die was tun. Wegen der Regel of Unity mit diesem Volleyball-RP, ne? Sich den Ball hin und her schmeißen. Weil wenn die das jetzt akzeptieren, dass die runter sind von der Route, dann haben wir eigentlich das im RP erreicht, was wir wollten. Ja, ist halt leider so schattend. Aber mal gucken. Vielleicht sind die auch auf der Hochzeit und hat eskaliert. Dafür haben wir Bann bekommen. Dass jeder PD-Sachen haben will. Damals sind wir alle von Kredit zerpresst. Ja, das ist immer noch so. Also wir machen das auf jeden Fall so. Aber wir haben immer SMGs erpresst und nie bekommen, außer einmal von Fischer, also von Tai. Schon wieder eine Hochzeit? Ja, ja, heute ist Gang-Hochzeit von irgendwem. Jizzled up, Dankeschön für den Prime in 14. Und Stay Fresh, danke für den Prime 3. Hukulu und alle guten Dinge sind drei, vermisste die Sonnenboomer. Na, die Sonnenboomer ist doch noch da, Bruder. Du wurdest in deiner RP-Karriere noch nie entführt, oder? Nee, nur einmal zu meinem Geburtshof. Geht ja live. Vom Lost MC. Die mich dann zu meiner Überraschungsparty im RP so richtig cringe-mäßig geballert haben. Ging eigentlich der Gruß von Johnny an Fischer noch durch? Weiß ich nicht, Sam. Ich glaube nicht. Ich bin dann da nach offline gegangen. SMG haben wir damals abgezogen. Ha, wir hatten Bon, Benz, PD-Waffen, Schlüssel und immer rausgenommen. Er ist aber mittlerweile über Regeln verboten, dass man die Cops nicht mehr hochnehmen darf. Weil da zu so einer Cop-Hunting-Aktion immer wurde. War eine Cyber-Hochzeit. Das dauert noch. Mila ist heute auch nicht da, der geht's nicht so gut. Mal gucken, was passiert. Rocker-Entführung, geil. Lange seit her, was ist das schon wieder für ein Lied, Alter? Small. Die ist schwanger. Schwangerschafts-EP, geil. War ja kein Korb hochnehmen, der hat die abends da reingelegt und wir haben die nachts rausgenommen. Ja, aber du kommst ja nicht mal mehr an Schlüssel dran, Körbsen. Du darfst die ja nicht hochnehmen. Ergo keine Schlüssel. Ich muss die Toiletten fertig machen, da gibt's eine Hochzeit da drin. Die sind viel zu klein. Vielleicht hätte man wirklich nur eine Toilette oder den Vordereingang von dem Klohäuschen aufmachen müssen. Dass man eine Riesentoilette hat, anstatt ganz viele kleine. Juri. Aber du bist da der Gott, der Sachen erschafft. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Warst du schon drauf? Wo drauf? Auf dem Server? Ich habe vorhin einmal die Sachen runtergeladen, damit ich das jetzt gleich nicht machen muss. Also dieses neue Update von Unity. Mir fällt der Name vom Lost Prezi auf GTA Live nicht mehr ein. Der war auch immer öfter mal im Chat. Boah, ich weiß gar nicht, wer der Prezi war. Entweder Snowball, hieß der so, oder Dozer. Der dann Herr Fun. Oha, Metagaming. Geil. Verräter wegen den Aussagen, die du gestern gegenüber den Kopf gedroppt hast? Der hat zum Teil, Bepo. Also ich bin ganz ehrlich, im RP, wenn sich der Mann im Kopf trauen würde, mich anzusprechen oder so, oder weiß ich nicht, Benson oder Dexos, Fischer, egal welcher Kopf, ich würde alle verraten, mir ist das scheißegal. Mich juckt das nicht mehr. Ich verrate alles, alles und jeden. Ist mir scheißegal.
Weil das wird langweilig sonst. Ich schwöre euch bei Gott, viele von euch gucken ja nur zu, aber wenn du den Scheiß selber spielst und du hast andauernd dieses Konflikt-RP und irgendwann bist du in Anführungszeichen etabliert und du hast so kein RP, kein Konflikt-RP mehr, weil keiner irgendwie Stress haben will und überleg mal, wie oft, guck mal, einfach mal aus der Sicht der Polizei, der Cops jetzt. Wie oft haben wir jetzt Geiselnahmen gemacht und sind davongekommen? Wir sind schon so oft davongekommen, wir kriegen keine Strafe, wir kommen nicht ins State Prison, so ganz vereinzelt mal. Ich finde das kacke. Deshalb helfe ich den Cops einfach dabei, weil bei dem Charakter steckt immer noch so einen Funken Hoffnung drin, der den geraden Weg wieder geht. Deshalb will ich den Cops aber dabei helfen einfach. Weil die auch so ein Erfolgserlebnis haben oder sich denken, ja man, sind die alle im Knast? Diese miesen kriminellen Schweine. Deshalb würde ich das einfach machen. Ich scheiß drauf. Ich verrate alle. Ich verrate meine Leute. Ich verrate Kiez. Ich verrate alles. Mir ist scheißegal. Aber es kommt halt keiner auf mich zu. Und weckt das in mir. Auch wenn ich selber im Knast gehe dafür. 2 Wochen ist mir scheißegal. Ich würde hier nicht rumsitzen und rumheulen und sagen, ich habe jetzt 2 Wochen keinen Content für den Stream. Weil ich im Knast denke, ist mir scheißegal. Ich renne im Knast rum und mache RP mit mir selber. Ist jetzt schade, nicht aber verbrannt, also sobald das rauskommt, null. Kommt drauf an, wie die anderen drauf reagieren, ne? Mir doch scheißegal, sollen die mich da umbringen? Wenn sie es schaffen. Mit der Zeit, dass die Waschanlage und der 24, ja, wird doch Zeit, aber dauert noch ein bisschen. Hauptsache, dass Frank stinkt, ist auf dem Klo, halbe Picasso hat das gemacht. Außerdem, Timo, es kommt ja darauf an, ob die Cops mich verraten, ne? Die Leute wissen ja gar nicht, dass ich die Infos rausgegeben habe. Es sei denn, da machen welche Meter. Aber das glaube ich nicht. Ja, Kerbsen, aber ich merke das, man. Ich zock schon so lange. Ich würde das merken, wenn einer Meter macht. Und selbst wenn, weißt du, zählt ja nicht, was du weißt, sondern nur, was du beweisen kannst. Wenn einer zu mir kommen würde im RP, ist egal, wer das ist, und sagt, hast du mich verraten, dann sage ich einfach nein. Der soll mir das erstmal beweisen. Öffnet hoffentlich auch für das neueste, gutes RP, ist auch so. Falken, Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Genauso wie sie jetzt hören, dass sie dich ansprechen sollen. Pass mal auf, in einer Woche kommt der Erste, der nachfragt. Glaube ich nicht. Dieses ganze Meta-Business wird eigentlich untereinander gemacht bei Nicht-Streamern und so. Die Leute haben viel zu viel Angst, so jemanden zu geben, wo die wissen, okay, der hat einen Streamer, und da Infos zu droppen. Wo x Leute im Chat zuschauen und auch bei anderen Streamern unterwegs sind, wo die den direkt entlarven können, so von wegen, ja, der kann das gar nicht wissen und bla bla bla. Tach, tach, Party Paul und Ratti, guten Abend. Ich glaube mir, die eine oder andere Gruppe auf Unity hat früher reingemietet, aber mittlerweile gehört er zu dem Game. So schlimm da doch klingt, Körbsen, aber dort kriegst du eh nicht raus. Meta und den ganzen Scheiß kriegst du nicht raus, wie dieses richtig heftige Reingekicke. Genauso wie das Hacken nicht. Kriegst du nicht weg. Wir hatten letztens einen Manager auf dem Server, wann war denn das? Letzte Woche, Dienstag oder Mittwoch, da hatte Johnny kurz gestreamt. Da hatten wir einen Manager bei den Yardis und so. Und da hatte ich vor einer Woche, war das, ne Max? Und da hatte ich im Discord, jetzt ich prangere niemanden an. Das ist so Supportaufgabe, ist auch egal. Da habe ich bei Discord einen Clip von jemandem bekommen. Ich kenne ja teilweise die Leute, die reinkicken und so, die da Spaß dran haben. Ich versuche da ja auch aktiv zu sagen, Jungs, kommt. Bitte nicht hier, Alter. Weil der Server ist in meinen Augen gut. Nicht hier, aber ich habe einen Clip bekommen und habe gesehen, wie gewisse Leute Healkey benutzt haben. Also am Hacken sind. Weil der Manager ist zu wem hingegangen und hat da rumgeshootet und so. Und dann Hacker sehen, wenn andere hacken. Versteht ihr, was ich meine? Die sehen das. Weil die haben eine HP-Leiste, der Gegner. Und wenn der Typ fast down ist und sich wieder hochhält, das kriegst du aber auch nicht raus, außer du hast einen Anti-Cheat. Kriegst du einfach nicht raus.
Hacken ist viel schlimmer geworden. So früher 1-2 Cheater pro Gang und heute so 5-8 pro Gang. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal Bekanntschaft damit gemacht. Ich glaube noch nie. Also so wirklich selbst in einem Konflikt der P-Gang-Dings, glaube ich noch nie. Dass ich gesagt habe, jo, der hat irgendwie an. Aber es gibt halt die Leute, ne? Und man kann den nicht kontrollieren, man kann den immer nur vom Kopf gucken. Allein schon der Fakt, dass man im RP hacken muss, ist absolut lächerlich. Ja, was willst du machen? Sagt das den Leuten, die so was anhaben. War doch in SMP früher dasselbe, ja. Aber SMP war nicht so RP. Das war schon so GTA Online, so mit ganz bisschen RP-Elemente. Aber es gibt in jedem Spiel diese Hacker. Da bräuchte man eine KI, die das regelt. Da bräuchte man den Newton Deathgrab mit seinem Anti-Cheat, der er damals hatte auf Revive Gang Wars. Das hat funktioniert. Deshalb ist der Server, dieser Gang Wars-Server, auch gestorben, weil da keiner mehr reinhacken konnte. Köpsen macht das. Für Jamar hat jeder an. Ja, ja, die Leute gibt es auch, die bei jedem schreiben, ja, der hat an. Mit dem mache ich keine RP, die cheaten. Merkst du selber, jeder konnte dort hacken? Nee, am Ende nicht mehr Köpsen. Der Dev hat sogar den Vater damals angeschrieben, der sollte da testen. Da ging gar nichts mehr. Ja, vielleicht mit irgendwelchen Private-Dingern und so, aber nicht mit den offensichtlichen Sachen. Wo ist Jamar eigentlich? Ich weiß nicht. Vielleicht zockt der was an, der ist ja ab und zu mal im EP. Der ist auch momentan nicht auf dem Teamstick. Das sind ja halt die Leute, die in einer Gang sind, aber nicht verlieren können. Was sollen sie machen? Am Ende kommt eh alles raus. Funky, dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Und Blexium, dankeschön für den Prime-Treppen. What's crackin', Kraftmeier? Der spielt Scum. Ich würde Demba fühlen heute. Demba zockt mit Salty. Red Dead Redemption. Und Salty hat auch nicht mehr so wirklich Bock auf RP. Die ist auch erstmal nicht da. Weil die viel am Arbeiten ist und dann wenig Freizeit hat. Und dann haben wir jetzt die letzten Wochen immer nur dieses Geiselnamen-Ding gehabt und so. Da hat die keinen Kopf mehr für. Solange auf Unity Live nicht jeder gleich Modder ist, über 5M ist ja noch gut. Junge, 5M ist so eine laufende Meme, Alter. Da rennen die ganzen Leute darauf, um reinzukicken. Bei diesen Non-Whitelist-Servern. Was geht ab, Bumblebee? Dibu, was geht? Don't steal my chain, please. Ich glaube nicht, dass der Dembroid kommt. Ja, aber so ist das leider. Da machst du gar nichts. Ajo, nachvollziehbar. Vielleicht kommt sie ja wieder, wenn die Waschanlage am Stuhl ist, vielleicht. Ich meine, Lucky ist ja auch, also JFK ist ja auch so einer, der nicht so auf dieses RP, was gerade geführt wird, steht. Aber ich denke mal, oder ich hoffe, dass sich das beruhigt, oder ich lenke das für mich in meine Richtung. Dass sich das wieder beruhigt, sobald die Waschanlage da ist. Wobei man aber auch sagen muss, Waschanlage ist nichts, was man den ganzen Tag bespielen kann, ne? Vor allem nicht auf Rage mit dem Sink. Das Auto kann schmutzig werden oder wird schmutzig, wenn du damit rumfährst. Aber wenn du aus der Sink-Range von dem Auto rennst, so 300 Meter oder so, ist das Auto... Und wieder in die Range reinläufst, ist das Auto von alleine wieder sauber. Ich mach mit Lucky die Waschanlage und Johnny hat den Shop. Wer da wo arbeitet und so, wissen wir noch nicht. Und bist du WoW am reinsuchten? Nee, nee. Ich warte bis auf das Event und hol dann für den Charakter, den ich hab, schnell bei dem Event das Gear für das Addon. Sollte es nicht da, aber auch nicht weg, das stimmt. Lachsnacken. War es Lachsnacken? Guten Abend. Wir hatten damals auch eine, die wurde echt viel benutzt, da es vorher keine Möglichkeit gab, seine Autos zu sammeln. Ja, wie gesagt, ne? Du hast ein dreckiges Auto, läufst aus der Range, dann ist das Auto wieder sauber, wenn du reingehst. Das gleiche
wie bei, wenn die Reifen oder so zerschossen sind. Das müsste Unity alles selber sinken, aber ich glaube, die haben genug zu tun. Ich stehe ja so auf Cringe RP mit dem Curtis. Ja, komm, Lucky. Vielleicht nutzen das Leute ja. Vielleicht sagen die, ich gehe zu Waschen, Lucky. Ist auch nicht teuer. Ich weiß gar nicht, was kostet nochmal Lucky so ein Waschticket? Ich glaube, $100 oder so. Das geht nichts. Wir werden damit auch nicht reich werden. Das ist einfach nur für ein RP. Also fürs RP. Oder $300, ich weiß das gar nicht mehr. Unity bietet echt viel Map-Technisches, die Gebäude, Bäume und so. Ja, weil die auch, Unity hat ja auch den Yuri, ne, der den Dings spielt im RP. Den Architekten, glaub 200, ich glaube auch 200, $250 oder so. Aber das wird mit Sicherheit noch länger dauern, weil Dexus hatte das nicht mal auf dem Schirm, dass wir so eine automatische Waschstraße haben wollten. Einfach mit einem ganz einfachen Native Call. Das muss ja auch gecodet werden. Da wollte ich Ozean nur mal mit dem quatschen. Da frage ich dann Nick oder so, oder DevGrab, ob der mir das machen kann. Das Script dafür. 300? Ab Montag 2 Wochen Urlaub, endlich vor sich hin her schimmeln. Fühle ich. Chat ist müde. Alle müde. Warum wird das nicht angezeigt? Ach doch, wurde angezeigt, sorry. Pat, dankeschön für dein verlängertes Geschenkabo von Maximoto. Nix Ruhe, ihr seid müde. Wir gehen jetzt auch in eine Pommes direkt. Ich habe nicht mehr viel zu erzählen. Gucken, was da abgeht. Vielleicht habe ich Glück und komme mit auf die Hochzeit. Let's go. Das sei mir nicht böse, aber ich hänge immer noch sehr an der Growth. Ich respektiere aber, dass du jetzt im Junkie-Pack abhängst. Musst halt machen, womit du dich wohlfühlst. Ja, Bruder, selbst wenn wir jetzt in die Growth gehen würden, das wird niemals so wie damals. Weißt du, was ich meine? Nie wieder wird das so. Damals war das alles noch fresh, Mann. Die ganze Truppe war ganz anders als heute. Das ist einfach so ein Update von damals. Und dass sich das in die Richtung entwickelt hat, was willst du machen? Growth-Zeiten waren wild. Hallo Dully of Doom. Hallo Dieter. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Es wird nie wieder so. Wird es nicht. Nie wieder. Zeiten sind vorbei. Es wird nie wieder so und jedes Mal fuckt man sich ab, weil es nicht so ist wie damals. Kannst du doch, man, auf GTA Live, Alter, da waren einfach alle drauf. Und auf GTA Live ging auch nicht jeden Tag irgendwas. Sind aber schöne Erinnerungen.